Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für die, die wieder einschalten zum Monatsorakel für den Monat Februar 2023. Was erwartet dich für deinen Sternzeichen Zwilling, Aszendent Zwilling oder Mondzeichen Zwilling, natürlich auch Venus Zwilling. Wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann Hallöchen und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Wenn dir allgemeine Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich kurz unten in der Infobox, dir alle wichtigen Details zu entnehmen. Wenn dir aber Tarotkartenlegungen schon vertraut sind, du einfach mich nur noch nicht kennst, dann Hallöchen, entspann dich, lehn dich zurück. Hol dir was zum Snacken, wir fangen gleich an. Für meine lieben Männerherzen, Hallöchen und herzlich willkommen. Ich spreche hier mehr aus der weiblichen Sicht, deswegen einfach die Geschlechterrolle bitte umtauschen. Und für meine lieben Crosswatchers, Hallöchen und herzlich willkommen. Ihr müsst auch einfach schauen, ob das Ganze hier für dich und dein Gegenüber resoniert oder ob da das Aszendent oder Mondzeichen von deinem Gegenüber diesen Monat besser harmonieren würde. Vielen lieben herzlichen Dank. Dankeschön, meine lieben Zwillingsherzen, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, Kommentieren. Dankeschön für deine Unterstützung. Wenn du Interesse hast an einer privaten Legung bei mir, unten in der Infobox findest du meine Webseite. Darüber kannst du direkt in meinem Shop dir eine Legung buchen. Wow, Zwilling, was ist das? Ich sehe, bei dir gibt es einiges, ja? Viel Thema, viel, was rauskommen will hier für Februar. Die Weltkarte und 7 der Schwerter. Die Welt meint es nicht einfach manchmal, Zwillinge. Zwilling. Ass der Schwerter. Wir schauen weiter. Also Wassermann, Waage, Zwilling kommt ganz stark hier durch. Was erwartet meine lieben Zwillingsherzen für den Monat? Hey, 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 hey. Februar. Dankeschön. Und wir haben hier 9 der Kelche hinten. Okay, wow, interessant wird euer Monat, meine lieben Zwillinge. Es fängt an mit der Weltkarte, mit einem Abschluss, mit einem Neubeginn. Ja, das ist so, was ich hier sehe bei dir. Ich sehe hier eine Enttäuschung. Du bist enttäuscht von jemandem. Du wurdest getäuscht von jemandem. Und ja, jetzt versuchst du, deinen Weg hier rauszufinden, deinen eigenen Weg. Du hattest hier nicht auf dieses enttäuschende Ende, das enttäuschende Ende, was hier passiert ist, gedacht, dass dir sowas passiert. Ja, vor allen Dingen, du hast es nicht kommen sehen. Du hast eigentlich hier einen ganz anderen Weg gedacht, was hier kommt für dich. Ich sehe, für einige hat das hier was mit der Liebe zu tun. Aber für die Mehrheit, also es ist unterschiedlich für jeden hier. Nimm das, was mit dir resoniert und lass den Rest weiterziehen. Ich sehe, du wurdest getäuscht, enttäuscht. Jetzt musst du den Weg alleine weitergehen. Und auch den Weg, den du gerade gehst, den Weg der Verbitterung, der Enttäuschung, der Erzengel Michael möchte dir hier einen anderen Weg zeigen, einen schöneren Weg, einen schöneren Pfad, den du hier entlang gehen könntest. Erzengel Michael ist ganz stark hier an deiner Seite zu deiner jetzigen Zeit, ist das, was ich sehe, weil er kommt ganz, ganz stark hier oft durch. Dann haben wir den Ass der Schwerter. Ich habe das Gefühl, es kommen hier neue Ideen, ein klarerer Kopf im Februar. Ich sehe, dass du hier wirklich der Weg, den du einschlägst, wenn du hier denkst, oh mein Gott, hier habe ich ein Hindernis etc. pp., sehe ich wirklich, dein Hindernis wird dir aus dem Weg geräumt, weil du hier eine Lösung siehst, eine Lösung erkennst. Dann kommt hier auch der König der Schwerter. Du bist bereit, hier Menschen, Dinge, Enttäuschungen hinter dich zu lassen, nach vorne zu schauen, wirklich hier auch mit dem klaren Kopf auch die Weisheit daraus zu ziehen, was passiert ist, dass du hier einfach rational an die Sache gehst und nicht zu sehr emotional, weil ich sehe hier mit den 5 der Kelchen, es spricht hier von einem Verlust in der Liebe.
Alles passiert aus einem Grund, alles passiert für dich und nicht gegen dich. Diese Person war nicht die richtige Person, wenn es hier um eine Partnerschaft ging. Ein Verlust ist eigentlich kein Verlust für dich, weil es ist eigentlich ein Gewinn, weil du nicht mehr diese falsche Person an deiner Seite hast. Ich sehe wirklich, egal was hier passiert ist, du betrachtest dich hier nicht mehr als Opfer oder bist nicht mehr aktiv in dieser Opferhaltung. Du versuchst es hier aus dem Verstand heraus zu analysieren und zu verstehen und deine Weisheit daraus zu ziehen. Und natürlich schmerzt es hier auch mit den fünf der Kelchen, dieser Verlust, weil du denkst, du hättest etwas verloren, aber eigentlich ist es ein Gewinn für dich, möchte dir hier der Erzengel Raphael dir sagen. Und auch was ich sehe hier mit den zwei der Kelche, du kommst hier in die Versöhnung, du kommst hier in die Verzeihung, du kommst hier in das, in die Akzeptanz und auch, dass hier jemand, der dir nahe steht, ein guter Freund, Freundin, Familie, irgendjemand, der dir hier nahe steht, die hier wirklich Liebe gibt, hier für dich da ist. Und ich sehe, hier hinten liegt einfach die 9 der Kelche und auch die 4 der Stäbe. Das, was für dich in der Zukunft auf dich zukommt, du hast so viele Möglichkeiten. Insbesondere, wenn es dir dein Liebesleben betrifft, dein Wunsch wird dir gewährt. Du wirst den Partner an deiner Seite haben, nach dem du dich hier sehnst. Und es wird auch wieder schöne Zeiten geben, wo du das hier dann auch feiern kannst, diese Zweisamkeit. Ich sehe wirklich bei meinen lieben Zwillingsherzen, dass es jetzt einfach gerade hier dieser Prozess ist, den du durchläufst, um dich auch für eine neue Liebe in der Zukunft hier vorzubereiten. Allgemein sehe ich hier, dass dein Herzchakra hier mehr arbeiten darf, dass du hier mehr in die, sag ich mal, in Einklang kommst, in die Vergebung kommst und nach vorne weiterschauen kannst, die Weisheit hier rausziehst und einfach erfahrener aus dieser Situation heraustreten darfst. Meine lieben Zwillingsherzen, Monat Februar. Was sollten meine lieben Zwillingsherzen für den Monat Februar jetzt wissen? Vertrag. Ja, für einige ist es hier dein Ehepartner. Ich sehe hier einen karmischen Vertrag oder einen Seelenvertrag. Ich sehe hier auf jeden Fall einen Vertrag, der geschlossen wurde. Deswegen ist das Ganze hier auch passiert, damit du daraus was lernst. Nimm das Ganze nicht negativ, sondern betrachte das aus einer anderen Sichtweise. Ich sehe auch, wenn du hier mit jemandem verheiratet warst, ist die Scheidung hier noch nicht durch. Aber ich sehe, es öffnen sich hier mehrere Türen, neue Wege, mehrere Möglichkeiten. Du wirst auch im Monat Februar öfters der Zahl 6 über den Weg laufen. Das ist so, was hier durchkommt bei euch. Für meine lieben Zwillingsherzen, Monat Februar. Gesegnet, ja. Auch die 22, ja. Auch die 2 wird hier öfters rauskommen. Du bist gesegnet. Es ist ein Segen, dass es passiert ist, meine lieben Zwillingsherzen. Und du bist gesegnet. Ich sehe, du wirst neue Möglichkeiten. Jemand wird hier auf dich zukommen. Etwas, was dich hier glücklich machen wird. Etwas, was du zu feiern haben wirst. Es werden hier auch neue Verehrer schon eintreten im Februar. Ich sehe definitiv für dich, du bist gesegnet. Etwas Neues darf hier auf dich zukommen. Du wirst hier etwas erhalten. Für meine lieben Zwillingsherzen. Super. So, hier ist eine Karte und die andere Karte ist, komme ich daran? Jupp. Genau, da ist die zweite Karte. Also, Familienbaum, ja? Du machst dir Gedanken hier um deine Zukunft, deinen Familienbaum, deinen Stammbaum. Ich sehe hier auf jeden Fall, Familie wird dir hier beiseite stehen. Für einige sehe ich hier eine Veränderung in deinem Familienleben, ja, dass es hier sowas auf dich zukommt. Für einige sehe ich, du wirst hier mit einem Kind gesegnet, ja, und vielleicht wurdest du hier in dieser Partnerschaft enttäuscht und erwartest jetzt aber ein Kind von dieser Person. Das ist ein Segen, ja, das wird für ganz spezielle hier die Nachricht sein. Ich sehe hier einen Familienbaum, eine Erweiterung der Familie. Andere, ihr wünscht euch hier eine Familie. Dieser Wunsch wird euch in der Zukunft hier gewährt.
vom spirituellen Reich, weil wir haben hier hinten die 9 der Kelche gehabt, ja? Mach einen Wunsch, Träume werden zur Realität. Und wir haben hier, ja, sei dankbar für das, was du hast, ja? Die Wertschätzung, was du hast. Wertschätze das, was du hast, weil du wirst noch mit mehr gesegnet, meine lieben Zwillingsherzen, hier in der Zukunft. Deswegen wertschätze schon mal das, was du gerade hier hast. Auch wenn es für dich nicht viel erscheint, so wie der Schmetterling. Aber dennoch ist der Schmetterling hier schwerer als das viele Geld, ja? Deswegen wertschätze das, was du hast, dieses Wunder, das, was dich hier umgibt. Zeige hier Dankbarkeit, meine lieben Zwillingsherzen. Februar. Schwert, mach die Veränderung. Und wir sehen hier ein Mädchen vor einem Spiegel, das sich hier das Haar durchtrennen möchte. Also mit der Vergangenheit hier abschließt, etwas Altes loslässt. Man sieht die Haare, die unteren Haare. Das ist nicht mehr so voll wie oben. Ja, es ist eher mehr ein Ballast. Sie durchtrennt ihr altes Haar. Ich sehe hier wirklich, du kannst diese Veränderung machen. Für einige sehe ich hier auch eine äußere Veränderung. Für einige, ihr werdet hier zum Friseur gehen, eine äußere Veränderung vornehmen. Andere wiederum sehe ich einfach allgemein diesen Schritt, diese Veränderung, was ihr hier macht, dieses Loslassen, diesen Prozess, den ihr hier durchsteht im Februar 2023. Für den Monat Februar, für meine lieben Zwillingsherzen, Februar 2023. Was sollten meine lieben Zwillingsherzen für den Monat Februar 2023 jetzt wissen? Für meine lieben Zwillingsherzen. Was haben wir hier? Seelenkäfig. Rettung, Flucht aus Gefangenschaft und Beschränkung. Ja, du befreist dich. Du befreist dich aus deinem Seelenkäfig. Ja? Du befreist dich, du kannst niemand anderen retten, du kannst nur dich selber retten von deinem eigenen Seelenkäfig. Nur du kannst selbst die Veränderung sein und das beginnst du. Du beginnst selbst die Veränderung zu sein, die du dir wünschst in der Zukunft und die wirst du hier, ja? Wow, 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 Zwillinge, sehr intensiv eure Legung. Zwilling, Monat Februar, 1, Zwilling, 2, Zwilling, Monat Februar, 3, Dankeschön. Wir haben als allererstes das Kleeblatt. Du wirst Glück haben, glückliche Fügung. Wirklich, du bist gesegnet. Das Glück ist hier auf deiner Seite, lieber Zwilling. Wir haben hier einen Papagei. Jemand wird hier tratschen über deine Geheimnisse. Pass auf, es gibt hier jemanden, den du nicht trauen solltest. Vor allen Dingen, wenn du hier auch gerade eine schwierige Zeit durchgehst, wem vertraust du? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es wird jemand hier dein Geheimnis austratschen. Und es gibt hier gute, gute, gute Neuigkeiten. Good News im Monat Februar, die du hier empfangen darfst und erhalten wirst. Wunderschön. So, für meine lieben Zwillingsherzen, Februar. Und dann haben wir... Hallo? Hallo da. Ja, das erste Licht. Du beginnst einen neuen Zyklus, ein neues Buch, ein neues Kapitel, etwas Neues wird hier gestartet. Du wirst mehrere Möglichkeiten haben. Du wirst sehr gute Neuigkeiten hören. Ich sehe hier reinigendes Wasser, ja? Verbinde dich mit dem Element Wassermeer. Nimm ein Salzbad, reinige dich, ja? Kläre dein Energiefeld mit Wasser. Ist sehr gut, was du machen kannst, um einfach hier deine Lebensenergie wieder zu aktivieren, zu reinigen, um sie besser fließen zu lassen. So. Hoppala, komme ich da ran? Jupp. Für meine lieben Zwillingsherzen, für den Monat Februar. So, was haben wir? Evolution fängt an, wenn du beginnst, deine Komfortzone zu verlassen. Ja, werde bequem, etwas Unbequemes zu tun, ja? Oder ja, so zu sagen, kann man das so übersetzen?
Was haben wir hier? Wachstum. Ja, du wächst über dich hinaus. Du wächst aus etwas Altem hinaus. Du verlässt hier deine Komfortzone. Du passt nicht mehr in dieses Gewächshaus. Jetzt verlässt du deine Komfortzone und es fühlt sich unbequem an. Du hast natürlich hier diese, ja, Angst, weil es sich unbequem anfühlt, weil es was Neues ist, hier aus der Komfortzone rauszukommen, weil du die Veränderung bist, weil du an dir anfängst. Du bist die Veränderung, die du sein möchtest, die du auch von einem anderen haben möchtest. Du beginnst die Veränderung hier bei dir, ja, im Äußeren auch wie im Inneren. Das ist hier so eine komplette Transformation. Man sieht es von außen und von innen. Wir haben hier, wenn du deine Zeit mit Sorgen, also sich Sorgen machen, verbringst, dann ist es verschwendete Zeit. Zeit, deine Zeit ist kostbar, lieber Zwilling. Deine Zeit ist kostbar. Es bringt nichts, sich den Kopf hier zu zermalmen über die Vergangenheit oder sonst irgendetwas, um sich immer wieder Szenarien im Kopf abspielen zu lassen oder hier sich dauernd Sorgen um die Zukunft zu machen und irgendwelche Szenarien im Kopf zu haben. Die Zukunft ist noch in deiner Vorstellung. Sie ist noch nicht eingetreten. Sie ist noch keine Realität. Deine Realität ist genau jetzt. Der gegenwärtige Moment. Das ist die Realität. Und deine Zeit ist das Kostbarste. Deine Lebenskraft. Wo tust du deine Energie, deine Zeit? Mit was verbringst du deine Zeit? Mit was? Mit in deinem Kopf leben oder hier anfangen, was zu tun, dich zu verändern? Wow, ich lasse eure Legung hier so stehen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mit meiner Energy Vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt mir Angabe oder auch einen Kommentar. Vielen lieben herzlichen Dank, meine Lieben, und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Arrivederci.